Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Meisterschaftsjubel nicht nur in Schönberg. AfD eröffnet Bürger- und Abgeordnetenbüro und Porsche gewinnt AVD Sachsenrallye. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind an diesem Montag. In der Fußball-Regionalliga hat der FSV Zwickau einen Teilerfolg erreicht. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, die Westsachsen am Samstag in Schönberg erreichten. Wolfram Puschmann hat in Zwickau ein Public Viewing besucht, das ganz spontan ins Leben gerufen wurde. Hier die Jubelbilder einmal aus einer völlig anderen Perspektive. Wenn der Fußball in einem Film die Regie übernehmen könnte, dann wäre dieser Film heute fast Oscar geeignet. Der letzte Spieltag in der Fußball-Regionalliga bringt die Entscheidung, wer Meister wird und wer eben dann noch zwei Spiele für die Relegation zur dritten Liga hat. Und der FSV Zwickau hat natürlich riesen gute Karten, heute in Schönberg alles perfekt zu machen. Aber auch der Kontrahent, der Berliner AK, ist noch lange nicht aus dem Rennen. Er spielt bei Budissa Bautzen. Und beim FSV Zwickau könnte man sagen, drei Spiele für einen großen Traum. Und heute ist das erste so wichtige Spiel, dieses Spiel, das Weichen stellt. Heute kann alles vorbei sein. Heute kann es aber auch heißen, in der kommenden Woche gibt es noch zwei Top- oder Hop-Spiele, um in den bezahlten Fußball zu gelangen. Eine ganze Stadt, eine ganze Region fiebert mit den Rot-Weißen mit. Und wir sind hier bei einem Familien-Public-Viewing in den Räumen von Ilkazell, wo Sponsoren, wo Fußballanhänger ihren Emotionen freien Lauf lassen wollen. Sie wollen gemeinsam mit dem FSV Zwickau nach diesen 90 Minuten in Schönberg feiern. Und wir wollen Ihnen mal die Bilder zeigen, die Bilder der Menschen, die Emotionen der Menschen, Freude und was weiß ich, was da alles passieren kann in 90 Minuten in diesem kleinen Film. Wie würde die Kanzlerin sagen, wir schaffen das? Die Westsachsen spielen in Bestbesetzung an diesem Nachmittag in Schönberg. Und nach 10 Minuten steht es im Fernduell zwischen dem FSV Zwickau und dem Berliner AK 0-0. Denn die Berliner spielen ja zeitgleich in Bautzen. Man sieht die Anspannung in den Gesichtern der Zwickauer Fans und Sponsoren. Dann die erste richtig gute Aktion von Jonas Niedfeld. Michael Schlicht, ihm fehlen nur Sekunden, um rechtzeitig am Ball zu sein. In Bautzen sind 20 Minuten vorüber, der Berliner AK tonangebend. Auch der FC Schönberg erwacht als Gastgeber und die Fans des FSV Zwickau atmen durch. Endlich, nach 33 Minuten, trifft Jonas Niedfeld. Die Rot-Weißen aus Sachsen führen 1-0. Nur 3 Minuten später und 500 Kilometer entfernt. Auch der BAK schießt und trifft. Budissa wehrt sich nach Kräften. Treffer erzielen sie nicht. Noch nicht. Sie hören im Hintergrund den Halbzeitpfiff. Erste Analysen. Also solange wie sie ein Tor mehr schießen wie die anderen, haben sie alles richtig gemacht. Also ich hoffe mal heute, dass wir den Sieg nach Hause bringen und das mit dem Tor Vorsprung. Und dann ist alles in Ordnung und dann werden wir alle wieder ruhig. Ja, das ist schon ein Nervenspiel. Ich meine, hier die Pumpe arbeitet auch. Aber das gehört einfach dazu. Und wir haben das Vertrauen für unsere Mannschaft. Und das wird schon heute werden. Und wir freuen uns einfach. Aber leider ist eben dann in Bautzen das Tor gefallen. Ja, es bleibt spannend bis zum Ende. Wir hoffen, dass wir es packen. Wir haben ja ein kleines Plus mit einem Tor. Und ja, im Grunde genommen muss man sagen, eine Serie verliert man nicht am letzten Tag. Die Ursachen liegen tiefer und weiter zurück.
Natürlich weiß beim FSV Zwickau, beim aktuellen Tabellenführer, jeder, worum es geht. Um Tore. 50 Minuten vorbei, 0:2. Wieder ist es Jonas Niedfeld, der trifft. Und was für ein Tor er erzielt. Riesengroßer Jubel beim Anhang, bei den Fans und bei den Freunden des FSV. Allerdings, auch der Berliner AK gibt noch lang nicht auf. Er braucht Tore, Tore, Tore. Und auch zum zweiten Mal liegt der Ball im Netz von Budissa Bautzen. Emotionslos, Zwickaus Fußballfans. Das sollte sich schnell ändern. Hansch mit dem Anschlusstor für Bautzen. Welch wichtiger Treffer. In den Köpfen der Zwickauer macht sich da fest. Der FSV-Jubel für Budissa. Die Zeit läuft und läuft. Sie läuft für den FSV Zwickau und gegen den Berliner AK. Sie versuchen alles. Sie machen noch ein Tor, fast in der letzten Minute. Aber zur Meisterschaft reicht es nicht. Meister ist der FSV Zwickau. Und ihm wünschen wir alles, alles Gute für die Relegation in Richtung dritte Liga. Ja, erstmal Glückwunsch an die Mannschaft, an den Trainer, die eine fantastische Saison gespielt haben, die heute auch die Nerven bewahrt haben in Schönberg. Es ist schwierig, wenn man selber mal gespielt hat, in so einer Phase dann auch im Endeffekt durchs Ziel zu gehen. Aber das große Ziel lautet natürlich, in der kommenden Woche dann in der Relegation nochmal die Leistung abzurufen. Und wie gesagt, wir alle hier in Zwickau in der Region drücken dem Verein die Daumen, na, dass es endlich wieder gelingt, in der dritten Liga zu spielen. Ich bin hierher gekommen und habe eigentlich gedacht, wir schießen zwei Tore. Ich wusste, dass BRK sehr stark ist. Ich habe aber nicht gedacht, dass Bautzen ein Tor macht. Ich dachte, das wird so 2-0 für uns, 2-0 für BRK. Ich bin aber sehr glücklich und zufrieden. Ich fahre natürlich runter nach Eversberg oder nach Mannheim, ganz genau. Nun hat ja der Verein im Verlauf der Saison auch einige Tiefs durchgehen müssen. Was erlebt man da als Sponsor, was erlebt man da als Fan? Denkt sich, Mensch, das kann doch gar nicht sein. Wir haben so einen komfortablen Vorsprung gehabt. Und es hätte unter Umständen sogar heute ins Auge gehen können. Das hat sich natürlich keiner gewünscht. Glücklicherweise ist es auch nicht eingetreten. Es ist im Prinzip genauso verlaufen wie im letzten Jahr. Wir hatten lange Zeit alles in der Hand, waren mit 7, 8, 9 Punkten Vorsprung vorn gewesen. Und wie das oft so ist im Fußball, knappe Spieler verliert man, ein bisschen Pech kommt dazu, manchmal ein bisschen Unvermögen. Und letztendlich, dass es am letzten Spieltag so enge wird, also haben wir nicht gedacht. Aber wir waren trotzdem also felsenfest überzeugt. Ich habe gedacht, also nochmal passiert es nicht. Also es musste heute klappen, es musste heute einfach klappen. Ne? Mann hier in Schönberg und hier sind die meisten. Und in Schönberg wird richtig gejubelt, ebenso wie in Zwickau und in der Umgebung. Am 6. Februar 2013 wurde in Berlin die Alternative für Deutschland gegründet. Ein Jahr später schon zog die Partei ins Europaparlament ein. In Deutschland ist die AfD inzwischen in zahlreichen Landtagen vertreten. Seit 2014 sitzen Abgeordnete der Alternative für Deutschland auch im Zwickauer Stadtrat. Am vergangenen Samstag hat die AfD in Zwickau ein Bürger- und Abgeordnetenbüro eröffnet. Der Hintergrund ist, dass wir die Bürgernähe erreichen wollen. Wir hatten bis jetzt noch kein Bürgerbüro in Zwickau. Wir haben das dann in Zusammenarbeit mit dem Fraktionsmitglied im Sächsischen Landtag, Herrn Günter Wild, uns jetzt geeinigt und eröffnen dieses Bürgerbüro ab dem heutigen Tage. Wenn Leute hierher kommen möchten mit ihren Sorgen, Nöten oder sich einfach informieren sollten, wie sind Sie hier erreichbar? Wir sind Dienstag und Donnerstag erreichbar. Die Öffnungszeiten stehen an der Eingangstür, sind auch im Internet einsehbar über die Kreisverbandsseite. Und wir sind auch medial bei Facebook aktiv und präsent und da kann man das überall einsehen. Neben vielen Interessierten, die zur Eröffnung des Büros gekommen waren, traf man einen Vogtländer an, der uns schnell erklärte, wie das zusammenhängt.
Zwickau ist der Nachbarkreis zum Vogtland. Aus diesem Grund haben wir uns sachsenweit auch geeinigt, dass die Abgeordneten in ihren Nachbarkreisen, wo kein Abgeordneter ist, mit diesen eng zusammenarbeiten. Aus diesem Grund machen wir hier ein gemeinsames Bürgerbüro auf, also der Kreisverband Zwickau, gemeinsam mit mir ein Büro als Bürgeranlaufstelle für den Abgeordneten, damit sie ihre Sorgen und Nöte auch direkt vor Ort herbringen können. Im Landtag bin ich kommunalpolitischer Sprecher für die AfD-Fraktion und in den Ausschüssen Umwelt und Landwirtschaft sowie im Petitionsausschuss. Zudem bin ich Sprecher für den gesamten ländlichen Raum, weil die Landbevölkerung ja in der Mehrheit ist gegenüber der Stadtbevölkerung. Es sollte in der Politik auch sehr viel Wert darauf gelegt werden, dass wir in der Landbevölkerung dort Gehör finden und den Menschen dort vor Ort ihre Sorgen und Nöte ein Stück weit abnehmen können. Der Standort des Bürger- und Abgeordnetenbüros der Alternative für Deutschland befindet sich zentral gelegen an der Lengenfelder Straße 54. Das haben wir bewusst so gewählt hier. Es ist eine sehr gute Lage. Zum einen ist eine Busanbindung hier für die Bürger selbst aus Zwickau, aus der Stadt. Die können schnell hierher kommen. Auf der anderen Seite ist es für die Werbung sehr, sehr gut, weil hier sehr viel Durchgangsverkehr ist und wir haben auch ausreichend Parkmöglichkeiten vor Ort. Interessierte erreichen das Bürger- und Abgeordnetenbüro unter den eingeblendeten Kontakten. Werbung. Wirtschaftsrecht betrifft jeden, der im Geschäftsleben steht und Verpflichtungen eingeht. Die Kanzlei für Wirtschaftsrecht im Schiffchen mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze ist stets ihr verlässlicher Partner. Der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und internationales Wirtschaftsrecht vertritt konsequent die Interessen mittelständischer Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker oder Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Sie finden Rechtsanwalt Albert Schlichter und sein Team mitten im Herzen von Zwickau, in der Münzstraße 12 am Kornmarkt. Das Multimedia-Spektakel Glanzlichter kehrt am 28. Mai auf die Freilichtbühne am Schwanenteich zurück. Diesmal wieder mit einer der besten Genesis- und Phil Collins-Tribute-Bands der Welt, Invisible Touch. Erleben Sie den perfekten Sound der zehnköpfigen Band und eine Licht- und Lasershow der Superlative. Am 28. Mai 20 Uhr auf der Freilichtbühne am Schwanenteich. Invisible Touch, the best of Genesis and Phil Collins. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen und den Tickethändlern im Internet. Pieben Sie vor Freude. Die Happy Days mit dem Citroën Grand C4 Picasso schon ab 189 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Le Car, le Caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wischen wir
Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Am liebsten würde ich täglich kommen und ich habe auch schon Ziele erreicht. Selbstvertrauen, Kraftaufbau, also kann nichts Besseres geben. Vor allen Dingen eins ist aber wichtig, dranbleiben. Und nebenbei könnte man ja gleich auch mal zum Arzt drüber wechseln, sollte man Probleme haben. Und ich will das gar nicht mehr missen. Das ist mein zweites Frühstück. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Martin und Schwedler. Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Bislang Unbekannte haben am Sonntagnachmittag an der Bahnstrecke der Sachsen-Franken-Magistrale in Reichenbach eine Sicherungseinrichtung der Bahn beschädigt. Dort finden derzeit Gleisbauarbeiten statt, weshalb zur Sicherung des Bauabschnittes in diesem Bereich eine sogenannte Rottenwarnanlage installiert ist. Mehrere Kabel dieser Anlage wurden durchtrennt. Hierdurch kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Totalausfall zweier dieser Anlagen mit den verbundenen erheblichen Gefährdungen der Bauarbeiter. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Zeugen beobachteten zwei Männer im Gleisbereich gegenüber einer Kleingartenanlage in der Nähe der Damaschke-Straße, wo sich auch der Tatort befindet. Diese sollen circa zwischen 20 und 30 Jahren alt sein und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Einer der beiden habe schwarze Haare sowie einen dunklen Bart. Die Bundespolizei bittet um Bürgerhinweise. Die Preisträger des Ideenwettbewerbs zur Belebung der Innenstadt, Stadtbildaufwertung, Stadt gemeinsam gestalten, stehen fest. Baubürgermeisterin Katrin Köhler zeichnete die Preisträger am Samstag im Rahmen des bundesweiten Tages der Städtebauförderung im Rathaus der Stadt aus. Insgesamt hatten 37 Bürger, Vereine und Firmen rund 70 Vorschläge eingereicht. Ob und welche Vorschläge umgesetzt werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Der mit 1.200 Euro dotierte Siegerbeitrag von Tatjana Mehlhorn betrifft den Schwanenteich. Der solle ihrer Idee zufolge auch zum Baden genutzt werden. In der Teichmitte will sie ein Floß installieren und beispielsweise Hängematten, Liegestühle, einen Grillstand oder eine Slackline aufbauen. Landrat Christoph Scheurer war am 16. Mai genau 25 Jahren in Amt und Würden. Gefeiert wurde sein Dienstjubiläum im Landratsamt in Werdau. Scheurer trat am 16. Mai 1991 sein Amt als Landrat des damaligen Landkreises Glauchau an. 1994 wurde er nach der sächsischen Kreisreform erstmals zum Landrat des Landkreises Chemnitzer Land gewählt. 2008 wurde er nach einer erneuten Kreisreform Landrat des neu entstandenen Kreises Zwickau. Als Gastrednerin im Rahmen der Feierstunde referierte Antje Hermenau über 25 Jahre Politik in Sachsen. Auf dem Holzplatz am ehemaligen Bahnhof in Langenbernsdorf startet der Staatsbetrieb Sachsenforst am Mittwoch die diesjährige Waldjugendspiele. Es nehmen die vierten Klassen der Grundschulen Millau und Reinsdorf sowie der Thomas-Münzer-Grundschule Limbach-Oberfrohna teil.
Am zweiten Tag kommen dann die vierten Klassen der Grundschule Langenbernsdorf und der Rückert-Grundschule Plauen. Im Landeswaldrevier Leubnitz sind an beiden Tagen 9 Stationen aufgebaut, an denen die Schüler in einem Wettbewerb viel Wissenswertes über Wald- und Forstwirtschaft erfahren werden. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am Mittwoch um 20 Uhr präsentiert der Filmpalast Astoria das Konzerterlebnis Kiss Rocks Vegas auf der Kinoleinwand. Wenn Kiss Rocks Vegas die Kinoseele erobert, haben Fans weltweit die Möglichkeit, diese einzigartige Live-Show selbst zu erleben. Der Film beinhaltet exklusive Interviews mit der Band und Material, das es nur im Kino zu sehen gibt. Derzeit wird ein interessanter Abschnitt Zwickauer Automobilgeschichte auf Film gebannt. In der Industrie- und Handelskammer findet am Donnerstag der Screening-Test zu dem Streifen Wolle auf Asphalt, das Experiment Trabant und seine Folgen statt. Los geht es um 18 Uhr. Autor, Regisseur und Filmproduzent Professor Eberhard Görner stellt sehenswerte Sequenzen vor. Gäste der Veranstaltung sind somit die ersten, die einen Einblick in die für Zwickau wichtige Dokumentation erhalten. Der Horchclub veranstaltet sein Jahrestreffen 2016 im August-Horch-Museum. Vor 12 Jahren, aus Anlass der Eröffnung des Museums, geschah das zum letzten Mal. Nun stattet der Club Zwickau erneut einen Besuch ab. Die Horchfahrer werden zu 2 Tagestouren starten. Beginn ist jeweils um 9 Uhr auf dem Kornmarkt in Zwickau. Der führt am Freitag auf zum Teil kurvigen Bergstraßen durch das mittelsächsische Hügelland bis ins Westerzgebirge und am Samstag ins malerische Vogtland. Das August-Horch-Museum und der Horchclub freuen sich über Zuschauer am Start, unterwegs und natürlich am Ziel. Werbung. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit Ihrem Fachwissen und Ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Das muss doch nicht sein. Viel besser geht's bei Rekomöbel. Einrichten, wohlfühlen, zufrieden sein. Überzeugen Sie sich einfach. Rekomöbel, wir lieben Möbel. In Stolberg, Zwönitzer Straße 10a.
Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Ferne Zukunft, glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Krawatten, Schleifen, Festmode von Van den Bosch. Hier werden Männer bestens angezogen. Mit handgefertigten Krawatten in den aktuellsten Designs, hergestellt in Zwickau. Eleganter Festmode und Businessmode in allen Größen und das zu Werkverkaufspreisen. Hochzeitsanzüge und festliche Westen in einer riesigen Auswahl, auch für starke Männer. Entdecken Sie exklusive Herrenmode zu unschlagbaren Werkverkaufspreisen. In Zwickau nur bei Van den Bosch oder im Internet unter vandenbosch-sachsen.de. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Der Sport wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Porsche hatte auch in diesem Jahr bei der AVD Sachsen Rallye in Zwickau die Nase vorn. Nur ging der Sieg diesmal nicht an das Ehepaar Zeltner, sondern an Rainer Noller aus Baden-Württemberg. Für die Lokalmatadoren ging diese Rallye als die Schmach von Zwickau in die Annalen der Geschichte ein. Dieser gelbe Blitz hat am Ende der AVD Sachsen-Rallye den Gesamtsieg geholt. Am Steuer Rainer Noller und als Co-Pilot Stefan Kopczyk. Die Vorjahressieger Ruben und Petra Zeltner konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, dass sie das Ziel nicht mal erreichen würden. Im zweiten Durchlauf des Rundkurses an der Glückaufbrücke verzählte er sich und fuhr eine Runde zu viel. Ganz im Gegensatz zu Lokalmatador Mike Stölzel, auch er kam mit den Zahlen durcheinander und fuhr eine Runde zu wenig, was eine Zeitstrafe von 5 Minuten bedeutete. Wer bei diesem Start am Freitag auf dem Kornmarkt ebenfalls nicht ahnen konnte, wie diese Rallye Zwickauer Land ausgeht, war der Opel-Werkspilot Julius Tannert aus Lichtentanne. Er verschätzte sich bei der Wertungsprüfung Frau Reuth und riss sich an einem Stein die Radaufhängung ab. Einzig der Neuwürschnitzer Peter Corazza konnte sich unter den hiesigen Piloten freuen. Er kam am Ende mit seinem Mitsubishi auf Rang 5. Die AVD Sachsen Rallye war auch 2016 wieder ein Publikumsmagnet, der Jung und Alt anlockte. Gerade der Rundkurs um die Glückaufbrücke ist eine der großen Attraktionen. Insgesamt waren 91 Teams an den Start gegangen. Nach 2 Renntagen erreichten lediglich 59 das Ziel. Auf Platz 1, wie erwähnt, Rainer Noller im Porsche. 4,2 Sekunden schlechter war Fabian Kreim im Skoda, der damit Sieger in der DRM-Wertung wurde. Der Dienstag wird grau und regnerisch und kühler als an den Vortagen. Das Thermometer erreicht nur noch 13 bis 17 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Und die Aussichten zur Wochenmitte lässt die Schauerneigung nach. Ab Donnerstag zeigt sich wieder öfter die Sonne. Die Temperaturen legen deutlich zu. Am Freitag sind Werte bis 26 Grad möglich.
Das, meine Damen und Herren, war sie, die heutige Ausgabe von Tag Aktuell. Morgen um 19 Uhr sind wir wieder für Sie da. Schalten Sie ein. Wir freuen uns. Ciao und tschüss.